In vielen afrikanischen Ländern, wenn Österreich, eben Ausländer, besonders Europäer, rausgeht. Aber bei mir war das nie eine Frage. Weil ich bin ja immer nur in die afrikanischen Länder auf Einladung der Regierung gegangen. Ja? Und ich habe ganz genau gewusst, dass Malawi kein demokratisches Land ist. Aber es waren ja damals nicht viele Länder in Afrika, demokratische Länder. Aber ich habe natürlich gewusst, wie man sich da benehmen muss, weil ich habe ja in Diktaturen gelebt und in Militärdiktaturen und allem Möglichen. Nicht? Aber das macht mir ja nichts aus. Man schert sich einfach nicht drum. Oder man nutzt das zu seinen Gunsten aus.